Hallo zusammen. Wir erklären dir heute etwas über tropische Wirbelstürme. Fangen wir doch gleich an. Es ist sehr wichtig, dass du weißt, dass ein tropischer Wirbelsturm nur auf dem Wasser entstehen kann. Deshalb sprechen wir auch von einem tropischen Wirbelsturm. Damit ein tropischer Wirbelsturm entstehen kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens, das Wasser muss mindestens 26 Grad warm sein. Zweitens, die Corioliskraft muss genug stark sein. Die Corioliskraft ist eine Kraft, die einen Körper, in unserem Falle den Wirbelsturm, in eine Bewegungsrichtung ablenkt. Beide Voraussetzungen werden in der Passatzone erfüllt. Diese geht von 5 bis 30 Grad Nord und Süd. Und so entsteht ein tropischer Wirbelsturm. Wenn das Wasser mindestens 26 Grad beträgt, kann die Sonne das Wasser erhitzen, so dass das Wasser verdampft. Dann steigt die warme Luft nach oben, weil sie leichter ist. Wolken bilden sich und die Luft kondensiert. Durch das Kondensieren bildet sich Energie. Die Energie gibt der Luft noch einen Schub und sie steigt weiter nach oben. So bilden sich noch mehr Wolken. Die kalte Luft ist schwerer und sinkt an beiden Seiten ab. Dabei zieht sie Teile der Wolken mit. So bildet sich eine Form, die aussieht wie ein Pilz. Weißt du, wie tropische Wirbelstürme richtig heißen? Es kommt nämlich darauf an, wo das die Wirbelstürme wüten. Im Nordatlantik und Nordostpazifik, also die Gegend um Amerika herum, heißen sie Hurricanes. Im Indischen Ozean heißen sie Zyklonen. Im Nordwestpazifik heißen sie Taifun und im Südwestpazifik, also um die Küste von Australien herum, heißen sie Willi Willi. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tschüss!